Hallo Leute, es geht weiter mit The Book of Unwritten Tales. Ja, das ist schön. Jetzt schauen wir doch mal, wie Bilbur mal ein echter Zauberer weiter wird. Pfefferminzer haben wir schon. Wir haben schimmligen, komischen Schleim. Wir warten, glaube ich, noch auf die Ratte, dass er uns ein weißes Tuch gibt, wenn ich mich nicht täusche. Ah, was können wir denn noch überhaupt machen jetzt? Können wir vielleicht mal bei ihm vorbeigucken? Und ihm mal zeigen, was für ein toller Zauberer wir jetzt sind? Machen wir einfach mal. Vielleicht sagt er ja auch gar nichts dazu. Hallo. Bilbur, was kann ich für dich tun? Wir sind jetzt ein Zauberer. Ich muss ganz schnell einen Zauberspruch lernen. Und ich dachte, vielleicht könnten Sie... Was denn für einen Zauberspruch? Für meine Diplomprüfung. Ich muss Meister Markus einen Zauber vorführen. Er sagt, dafür muss man Monate üben. So viel Zeit habe ich aber nicht. Ja, ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ich kenne viele Zaubertricks. Tricks? Ich kenne zum Beispiel einen in der Fachwelt weitgehend unbekannten Zauber mit einem Zylinder und einem Kaninchen. Damit kannst du deinen Meister Markus aus den Socken hauen. Ich brauche nur ein Kaninchen und einen Zylinder. Habe ich mir doch fast gedacht. Wow. Und Sie können mir den Zauber heute noch beibringen? Keine Sorge, das ist eine Sache von 5 Minuten. Also gut, ich besorge das Kaninchen und diesen Hut. Ich Glückspilz. Fast zu schön, um wahr zu sein. Aber wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, ist es trotzdem bestimmt wahr, sage ich immer. Okay, ja. Ich gehe dann mal. Zauberstab, Quatsch. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Bis Kaninchen. Dann. Dann weiß ich ja jetzt, wofür das da ist. Wo kriegen wir den Hut her? Keine Ahnung. Wir wollen das Kaninchen. Jetzt endlich. Doch. Komm, Kleiner. Ich tu dir nichts. Ich brauch dich nur ganz kurz. Keine Chance. So lässt es sich nicht einfangen. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Das hat nicht so gut geklappt. Wie können wir den denn mal vielleicht anzaubern oder so? Mit der Pfefferminze locken? Das ist. Was mag so ein Kaninchen denn? Oh, ein Hoppelhasen-Flauschi-Bauschi-Bunny. Ganz weiß und weich und herzallerliebst. Ich möchte es knuddeln und wuddeln und. Vielleicht mit einer Mohrrübe? Es ist ein Kaninchen. Ein weißes. Irgendwo oder ein Käfig. Ein Käfig bauen oder so? Oh Mann. Können wir mit dem Baum eine Falle bauen? Ich weiß nicht genau, was das für ein Baum ist. Aber er sieht sehr schlank und biegsam aus. Können wir irgendwas mit dem Bäumchen machen? Ist irgendwie. Weiß auch nicht. Größer oder kleiner machen. Der Vergrößerungseffekt hält nicht so lange an. Ja, okay, das geht nicht. Komm, Kleiner, ich tue keine Chance. Lässt sich so einfach nicht einfallen. Wir gehen mal zum Sumpf des Todes, da waren wir noch gar nicht. Da wollte ich immer hin. Vielleicht finden wir da ja auch... Hallo? Hinweise, wie wir das Kaninchen einsammeln können. Ja, jetzt sind wir hier ganz woanders. Seltsam. Warum brennt hier mitten im Sumpf eine Laterne, so weit weg von der Stadt? Ja, das weiter ranstarren bringt auch Laternen nichts. Laternen mitten in der Wildnis sind meistens kein gutes Zeichen. Egal, ob sie in einem verschneiten Wald oder in einem Sumpf stehen. Okay. Warte, renn nicht so weit raus. Guck dir erstmal alles dann noch an. Ein ziemlich großer und ziemlich hässlicher Steinkopf. Er wurde nur grob behauen. Eine wirklich primitive Arbeit. So. Der Baum sieht alles andere als gesund aus. Überall auf seiner Borke wachsen diese seltsamen Pilze und er scheint langsam im Sumpf zu versinken. Okay. Dann mit dieser gruseligen Sumpfmusik hier noch. Dann gehen wir da weiter lang. Ach, sieht doch aber cool aus. Ne? Hat doch was hier. Ich frage mich, was das für ein Tier gewesen ist. Und noch viel wichtiger, gibt es diese Tiere hier noch immer?
Ach, ich kann Knochen mal nehmen. Mal sehen. Hm, ganz morsch. Aha, da sind Knochenwürmer am Werk. Sie höhlen Knochen aus wie Holzwürmer die Bäume. Brauche ich sowas nicht? Als Zutat? Damit habe ich die Würmer für meinen Tank. Genau. Was haben wir hier denn noch? Betrachte das Schiff. Ich frage mich, wie das hierher gekommen ist. Vielleicht bei einer Sturmflut? Gibt's hier noch mehr Sachen, die ich einsammeln kann? Bestimmt, oder? Hier ist noch irgendwas zum... Da, untersuche die Pflanze am Baum. Da, so als Achselhöhle. Da wächst eine Pflanze am Baum. Hey, das sind rote Schweißachseln. Schweißachseln, genau. Hier so schön. Kann man die... Darf er das alles einfach anfassen? Keine Ahnung. Ich hab sie. Was fehlt denn jetzt noch überhaupt? Hirsch, Käfer, Geweihpulver, Geisterpilze, Schimmelschleimextrakt. Haben wir das nicht schon? Das haben wir doch schon. Hier, schimmeliger Schleim. Hm, komisch. Müsste doch eigentlich angemarkert werden. Asthmatische Speckmaden. Na dann. Wir gucken mal weiter. Die Schnitzereien sehen unglaublich aufwendig aus. Irgendjemand wird sehr lange daran gearbeitet haben. Ja, wir gehen mal einfach rein. Wir gucken mal, was uns da drinnen so erwartet. Oh, der sieht ja begeistert aus. Ein menschliches Skelett. Vielleicht gehörte die arme Seele zur Besatzung des Schiffs? Hallo. Ich kann nichts Interessantes entdecken. Das Skelett sieht ziemlich alt aus und müffelt ein wenig. Aber ansonsten... Ich müffel nicht. Ah! Sie haben mich fast zu Tode erschreckt. Das wage ich zu bezweifeln. Leider. Wer sind Sie? Ich bin der Tod. Okay, angenehm. Ich bin Wilbur. Müssten Sie dann nicht in Großbuchstaben sprechen? Sehr erfreut, Herr Tod. Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich komme aus dem... Nicht Herr Tod. Ich bin der Tod. Oder einfach nur Tod. Sie sind eine Berühmtheit. Warum sind Sie so niedergeschlagen? Was ist der Tod schon in dieser Welt? Gar nichts. Das hier ist ein verfluchtes Point-and-Click-Adventure. Hier stirbt niemand. In jedem vernünftigen Rollenspiel muss man 100 Ratten töten, nur um die zweite Stufe zu erreichen. Das sind richtige Spiele. Okay, du meinst, niemand kann sterben. Das ist ja schrecklich. Adventures, Rollenspiele, wovon redest du überhaupt? Aber vor Jahren habe ich doch meinem Hamster Mucki im Garten... Oh, Mucki. Und das ist eine schlechte Sache, wenn niemand sterben kann? Für mich schon. Ich bin arbeitslos. Ich habe nie etwas anderes gelernt. Es war mein Leben. Okay, warum ist es hier dunkel und in der Stadt hell? In der Zauberschule steht ein Geisterspiegel. Kennen Sie den? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Sind Sie der... Doch, der Tod? Können Sie nicht einfach losgehen und jemanden ins Jenseits befördern? Was ist das für ein Zylinder auf dem Regal? Ach, Zylinder. Aber Sie sind doch der Tod. Wer sollte Sie daran hindern, irgendwelche Leute umzubringen? So einfach ist das nicht. Ich bin mittleres Management. Ich treffe keine Entscheidungen, ich führe nur aus. Das heißt? Wann jemandem die Stunde geschlagen hat, lege nicht ich fest, sondern der Chef. In dem Buch dort, dem Buch der Toten, ist alles aufgeschrieben. Name und Todeszeitpunkt eines jeden Lebewesens in dieser Welt. Aber wie du leicht sehen kannst, steht da gar nichts. Kein Mord, kein Unfall, kein Suizid. Hier ist noch nie jemand gestorben. Und hier wird auch nie jemand sterben. Was soll ich also hier? Okay, können Sie nicht einfach an ein paar Namen ins Buch der Toten schreiben? Warum ist hier... Ja. Wenn Sie ein paar Namen ins Buch der Toten schreiben würden, dann könnten Sie die Leute doch umbringen, oder? Und mir Ärger mit den Buchprüfern einhandeln, lieber nicht. Es gibt Buchprüfer für das Buch der Toten? Was tun die? Die prüfen das Soll und Haben. Habe ich exakt so viele Leute getötet, wie ich töten soll? Ein winziger Tod hat zu viel und hier ist die Hölle los. Nee. Ich lasse meine Finger von dem Buch der Toten. Ja, gut. Mir ist aufgefallen, dass es hier im Sumpf Nacht ist. Und in der Stadt ist es Tag. Wie kommt das?
Keine Ahnung. Vermutlich Magie. Ah. Okay. Kennen Sie den Geisterspiegel, der in der Zaubererschule steht? Sicher. Hat früher dem alten Balthasar gehört. Meister Markus sagt, er führt in das Reich der Toten. Jupp, tut er. Aber nur Geister können durch den Spiegel gehen. Gibt es gar keine andere Möglichkeit? Warum sollte es? Es ist ein Geisterspiegel. Kein Lebender hätte Interesse daran, durch den Spiegel zu gehen, glaub mir. Ist der Tod nicht das Ende, sondern nur der Anfang von etwas Neuem? Was versuchst du da? Intellektuell zu sein? Immerhin ist es eine der zentralen Fragen des Lebens. Mich hat nie interessiert, was nach mir kommt. Ich blicke nur voraus. Solltest du auch. Okay, eine Antwort wäre trotzdem cool gewesen. Das Ding da auf dem Regal, das ist ein Zylinder, oder? Du bist ja ein ganz Schlauer. Naja, ich bin ein Gnom von Welt. Er gehörte meinem Vater. Er hat ihn ständig getragen. Er war Totengräber. Ihr Vater war nicht der Tod? Nein, ich war der Erste in der Familie, der zur Uni gegangen ist. Okay. Würden Sie mir den Zylinder vielleicht kurz leihen? Sie bekommen ihn heil zurück. Du willst ihn reparieren? Nein, Papas Zylinder bleibt, wie er ist. Würden Sie ihn mir dann einfach so ausleihen? Auf gar keinen Fall. Es ist ein altes Familienerbstück. Würden Sie mir den Zylinder vielleicht kurz leihen? Sie bekommen ihn heil zurück. Du willst ihn reparieren? Auf gar keinen Fall. Okay. Könnten Sie mich zu einem Geist machen? Geister sind Tote, die in dieser Welt noch etwas zu erledigen haben. Du lebst noch. Und in diesem Spiel kann niemand sterben. Verstehst du die Problematik? Okay. Ja. Das heißt, ich kann Ihre Dienstleistung erst in Anspruch nehmen, sofern Sie einen Auftrag via Buch der Toten erhalten haben? Korrekt. Der Auftrag würde unverzüglich ausgeführt werden. Kein Rücktrittsrecht, keine Gutscheine. Ich sehe, du hast das Geschäft verstanden. Wie kommt er dann wieder zurück? Ich muss sterben. Könnten Sie mich zu einem Geist machen? Geister sind Tote, die in diesem... Ja, natürlich. Aber es muss doch einen Weg geben. Mir sind die Hände gebunden. Solange dein Name nicht in dem Buch steht, darf ich dich nicht töten. So gern ich das auch würde. Muss er das doch einfach selber reinschreiben? Ich muss weiter. Tot langweilig hier. Oh Mann. Wilbur. Ein massiver Ofen mit einem schönen Feuer. Er spendet wenigstens etwas Licht und Wärme. Ein massiver Ofen. Ja, okay. Was haben wir hier denn noch so Schönes? Da ist das Buch. Ach, hier, ein Stück des Taus. Ich glaube, ich kann eine einzelne Faser herausziehen. Wozu auch immer das gut ist. Ja, das ist ein schönes, dünnes Seil. Aha. Davon hat er jetzt ein dünnes Seil, obwohl er nur so eine Faser rausgezogen hat. Ein Zylinder? Ich komme leider nicht dran. Kannst du das einfach runterholen? Aber das merkt er doch, oder? Oder runterzaubern? Nee. Vielleicht soll er das auch einfach machen? Kleiner machen? Der Vergrößerung sich. Nee. Das ist das Buch der Toten. In diesem Buch sind die Namen und Sterbedaten all jener aufgeführt, die der Sensenmann holen soll. Zurzeit steht aber kein einziger Name im Buch. Mach du doch einfach einen rein. Wir haben doch hier Feder, Tinte. Ich kann jetzt jederzeit was schreiben. Genau. Nur was? Und worauf? Na, hierhin. Das ist das Buch, der zurzeit steht, aber kein... Geht doch. Was glaubst du, tust du da? Okay. Das Universum aus seinen Angeln heben. Ich wollte nur meine Schreibfeder ausprobieren. Ups, ist das nicht das goldene Buch des Sumpfes? Also, nichts weiter. Ich wollte nur meine neue Schreibfeder ausprobieren. Ich würde es begrüßen, wenn du das nicht unbedingt im schicksalsbehafteten Buch der Toten machen würdest. Entschuldigung. Okay. Vielleicht was anderes? Was glaubst du, tust du da? Vielleicht müssen wir ihn irgendwie ablenken, mal. Die innere Ordnung des Universums stören? Exakt. Also lass das bitte. Entschuldigung. Och Mann.
Soll der mal gebacken kriegen. Aber auf jeden Fall ist unsere Schreibfeder dafür gut. Können wir den irgendwie ablenken? Oder so? Mit dem Zylinder? Ich weiß auch nicht. Mit dem Ofen? Können wir denn mit dem Ofen machen? Schrumpfen ist ein widerwärtiges Gefühl. Ich werde den Ring nur am Eingang zur Kanalisation... Ach so. Okay. Können wir denn... Nee, ne? Vielleicht hier irgendwie... Hier draußen uns schrumpfen? Schrumpfen nee, dann nicht. Haben wir hier denn irgendwas übersehen? Können wir hier irgendwie anderweitig rein oder so? Vielleicht nochmal hier eine Runde latschen. Auf jeden Fall ist da der Zylinder. Und der ist ja auch nicht so egal. Den brauchen wir ja. Nee. Okay, dann geht da nochmal rein. Irgendwas müssen wir doch tun können. Mach mal schneller. Dem Seil irgendwie was. Dem Seil was kombinieren. Wie können wir was kombinieren? Oder doch nochmal mit ihm reden. Tag, tot. Hallo. Hallo. Könnten Sie... Geist... Ich sag mal nein. So ganz klar ist mir das noch immer nicht. Solange dein Name nicht im Buch der Toten steht, kann ich dich nicht ins Jenseits befördern. Auch nicht, wenn ich ganz nett darum bitte? Hier geht es um das Alpha und das Omega, die Ewigkeit. Also, nicht? Nein. Manu, wir wollen im Buch stehen, okay. Und der Zylinder? Würden Sie... Du willst... auf gar keinen... Okay. Ich muss... Wir können ihm auch nichts zeigen oder so. Oder, nee, also unsere Zutaten ja wohl nicht. Was mit dem Seil? Ihm irgendwie? Mit dem Ofen? Irgendwas mit dem Ofen? Wir haben ja auch noch unseren Zauberstab. Der muss doch irgendwie für was gut sein. Haben wir hier irgendwas übersehen? Ja, haben wir. Hier unten ist was. Die bläulich schimmernden Pilze. Bläulich schimmernde Pilze mit grünen Sprenkeln? Das könnten die Geisterpilze für meinen Trank sein. Dann nimm sie. Prima. Okay, asthmatische Speckmaden fehlen uns noch und der Schimmelschleimextrakt, den haben wir doch eigentlich. Was denn mit den Maden? Wir haben Knochenwürmer, aber die sind es nicht, ne? Nee. Asthmatische Speckmaden sind dann doch nochmal was anderes. Was können wir mit dem Ofen machen? Ofen. Würmer. Irgendwas Sinnvolles vielleicht? Kristallfiole. Können wir das irgendwie hier... Vielleicht sind wir hier auch noch falsch. Und müssen ja erstmal uns um den Trank und so kümmern oder so. Kann ja auch sein. Wo sind denn die asthmatischen Speckmaden? Das wüsste ich dann doch gerne mal. Ja, ja, geh da mal ruhig lang. So. Was können wir denn mal machen? Haben wir hier bei ihm irgendwas übersehen? Vielleicht dieses asthmatischen Speckmaden? Ach, die Karotte, guck mal hier. Da ist eine Karotte, die brauchen wir bestimmt fürs Karnickel. Die Karotte passt nicht einmal mehr in den Käfig des guten Bertram. Vielleicht futtert er wirklich ein wenig zu viel. Komm, nimm die Karotte. Die brauchen wir. Ich glaube, damit tue ich ihm einen Gefallen. Ach, Bertram. Ja, das ist nicht schön. Aber dann haben wir ja jetzt tatsächlich eine Moorrübe. Ich dachte jetzt, eine Karotte wäre vielleicht nicht so ganz das. Aber das ist bestimmt das Lockmittel für das Kaninchen. Können wir das dann schon mal damit fangen? Locke das Kaninchen mit der Karotte an. Na, Kleiner, wie sieht's aus? Eine leckere Karotte zur Abwechslung? Das Kaninchen ist eindeutig scharf auf die Karotte, aber es kommt trotzdem nicht nah genug ran, damit ich es schnappen könnte. Ich muss mir irgendetwas anderes einfallen lassen. Ja, die Karotte ist schon mal gut. Und dann haben wir hier noch den komischen Baum. Vielleicht jetzt mit dem Seil? Ach, guck mal hier. Oh, dann machen wir bestimmt so eine Davon hat mir Opa mal Schlinge erzählt. Oder so. Oh, oh. Aha. Der Baum klemmt unter einem Stein fest.
Ein leichtes Zupfen am Seil und die Schlinge zieht sich blitzschnell zu. Hoffe ich zumindest. Nein, jetzt die Karotte. Das sollte funktionieren. Oh oh. Voll gemein. Oh nein! Oh nein, wie schrecklich. Nein! Oh nein, oh Bilbo. Den Göttern sei Dank. Es war nur ausgenockt. Okay. Bilbo hat, das arme Kaninchen. Der kleine Kerl ist wieder putzmunter. Er mümmelt seine Karotte und sieht ganz zufrieden aus. Du schleppst ihn jetzt so einfach mal eben mit dir rum, oder was? Okay, das Kaninchen haben wir, den Zylinder holen wir uns auch noch. Wo finden wir denn jetzt die Speckmaden? Die Schlinge hat sich wohl nicht schnell genug geschlossen. Deswegen wurde das arme Karnickel in die Luft katapultiert. Das zeigt wieder einmal, dass man niemals Technologien benutzen sollte, die man nicht versteht. Gehen wir jetzt wieder zum Skeletttypen zurück oder nicht? Tja. Uns fehlen eigentlich nur noch diese asthmatischen Maden, dann hätten wir es schon wieder. Oh, er ist hier beschäftigt. Hallo, Herr Krämer. Wo wollen Sie hin? Weg. Einfach nur weg aus diesem Loch. Ich gehe irgendwo hin, wo ich meine Sachen besser verkaufen kann. Aber ich darf mir doch noch eine Sache aus Ihrem Angebot aussuchen. Eigentlich sogar zwei. Quatsch. Du hast dir schon zwei Dinge ausgesucht. Den Ball Magie gewirkten Stoff und, dieses kratzfeste und selbstreinigende Kesselset. Das stimmt nicht. Und Sie wissen es. Ich will mir noch was aussuchen, sonst... Sonst? Sonst halte ich die Luft an, bis ich blau werde. Sonst sind Sie nicht mehr mein Freund. Sonst sage ich in der Stadtwache, dass sie verhaften soll. Sonst gehe ich hoch zur Stadtwache und lasse sie verhaften. Ich habe es dir doch schon gesagt. Ich habe dir den Ballenstoff und die Zaubertrankkessel gegeben. Wie willst du das Gegenteil beweisen? Voll gemein. Sonst mag ich sie nicht mehr und sie sind nicht mehr mein Freund. Der war gut. Ach, was soll's. Hier, du kannst diesen Sack haben. Den kriege ich nicht mehr unter. Und jetzt verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Voll gemein. Was ist das für ein Sack? Hoffentlich kann ich mit dem Inhalt wenigstens etwas anfangen. Schon schlimm genug, dass er mich so über den Tisch gezogen hat. Bitte lass asthmatische Speckmaden drin sein. Es sind einige Feuerwerkskörper drin. Okay, Feuerwerkskörper. Na gut. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, voll gemein. Ist jetzt was hier? Ja, es ist sogar was wieder da. Von unserem Rattenfreund. Das ist gut. Mal sehen. Was haben wir denn hier jetzt Schönes bekommen? Wir bekommen lauter schöne Dinge. Das sind einige Hirschkäfergeweihe. Ah. Was für ein Glück, dass Onkel Alfred welche an der Wand hatte. Hirschkäfer haben nämlich gar keine Geweihe. Wuhu, Hirschkäfergeweihe haben wir jetzt auch. Was sagt unser Ja, okay, das Pulver müssen wir dann wohl noch machen. Ist da noch was? Mal sehen. Was denn noch? Nein, mehr ist nicht drin. So, weil... Ich lege die Fahne in den Eingang. Ich wollte gerade sagen. Schon hilfreich, wenn man Verbündete hat, die sich in der Stadt gut auskennen. Ja, ist schon praktisch. Das ist cool. So, jetzt ist das Fähnchen weg und wir gehen mal hier zu unserem Kochstübchen. Da dürfen wir ja jetzt rumwerkeln. Warte, wir können ja hier mal zum Mörser gehen. Dann können wir hier diese Hirschgeweihe zerkloppen. In Ordnung. Ich zermahle die Geweihe zu Pulver. Wir machen hier alles gleichzeitig. Fertig. Damit habe ich das Hirschkäfer-Geweihpulver für meinen Trank. Sehr schön. Kannst du noch irgendwas zermalmen? Brauchen wir überhaupt sowas? Pulver, Extrakt, Pilze? Ach Mensch, wenn wir doch das andere nur hätten und diesen komischen Schleim, können wir den schon mal hier in den Kochtopf oder so tun? Presse. Können wir vielleicht diese Pfefferminzblätter pressen? Oder die da drinne? Nein. Was können wir denn mit der Presse machen? Kann ich hier irgendwas anderes... Im Kochtopf köchelt etwas Wasser vor sich hin. Ich könnte mit dem Trank brauen loslegen, wenn ich alle Zutaten hätte. Wenn ich mal wüsste, wo wir diese Maden finden. Betrachte die Tafel, das Kaninchen,
Hirschgeweih-Zeugs. Aber das will er... Dann könnte ich das schon mal loswerden. Aber das will er nicht. Wir brauchen noch... Ja, die Knochenwürmer sind es ja wohl dann auch nicht. Was haben wir hier? Diese Schweißachseln? Eine Presse aus Holz. Damit kann man Früchte oder Ähnliches auspressen und erhält Saft oder Extrakt. Ah, warte mal. Saft oder Extrakt. Dann brauchen wir den Schimmelschleim-Extrakt. Können wir dann das... Nee, wir haben es doch schon, aber... Ich fülle den frischen Schimmelschleim in die okay. Presse. Okay. Dass das überhaupt geht. Na dann. Kommt da jetzt so ein geiler Schleimextrakt raus. Lecker. Schimmelschleimextrakt. Okay. Ja, gut, dann haben wir das ja jetzt auch. Ach so, damit ist es erledigt. Sind denn diese komischen Knochenwürmer, kann ich damit vielleicht auch irgendwas anfangen? Oder eher nicht? Knochenwürmer, nee. Asthmatische Speckmann, die müssen noch irgendwo müssen die noch sein. Die habe ich noch nicht bekommen. Eine stilechte Tafel für eine Zaubererschule. Mit dem Kopf sieht sie fast lebendig aus. Sie ist lebendig. Tatsächlich? Ja, und mit magischer Kreide beschrieben. Ich hab's gewusst. Ach, wie cool. Ja, na dann. Ich würde mich ja gerne hier hinsetzen und den ganzen Tag Bücher studieren. Aber leider fehlt mir dafür die Zeit. Für mich heißt es wohl Learning by Doing. Ja, aber wir kommen ja dadurch auch ganz gut voran. Ja, wie gesagt, die asthmatischen Maden fehlen uns noch und wir müssen einen Zylinder kommen vom Tod und irgendwie auch dem Tod mal eine Botschaft hinterlassen. Mal gucken, wie wir das hinkriegen im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales. Leute, bis dann.